Nächste Frage hat der Reitschuster. Einen guten Abend an Himmelfahrt und hier noch unglaubliche Nachrichten. 2707 Menschen sind in Deutschland an Covid-19 gestorben, nachdem sie eine Covid-19-Impfung erhalten haben. Sie haben sich nicht verhört, 2707 gestorben in Deutschland nach der Corona-Impfung. Jetzt werden Sie sagen, wo hat der Reitschuster diese Zahlen her? Ist der jetzt völlig verrückt? Nein, das ist er nicht. Und die Zahlen sind eine Reaktion auf zwei Fragen von mir in der Bundespressekonferenz. Schauen Sie sich die erste Frage einmal an. Herr Reitschuster hat das Wort. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Gülde. Und zwar habe ich vergangene Woche Frau Nauber gefragt, ob es Erkenntnisse, Zahlen darüber gibt, wie hoch der Anteil von Geimpften an positiv Getesteten, Erkrankten und Toten ist. Sie sagte, sie liefere es nach, wenn es vorliegt. Es kam keine Nachlieferung, darum gehe ich davon aus, dass es nicht vorliegt. Darum heute die Frage, planen Sie das zu erheben? Wenn ja, wann? Wenn nicht, warum nicht? Herr Reitschuster, das muss ich in der Tat nachreichen. Mir liegen solche Zahlen nicht vor. Es gibt vereinzelte Studien zu dieser Frage, die darauf hindeuten, dass von Geimpften und Genesenen keine Gefahr dahingehend ausgeht, dass sie für die Infektionsepidemiologie eine herausragende Rolle spielen. Das heißt, es kann in Einzelfällen tatsächlich dazu kommen, dass Menschen sich erneut infizieren, beziehungsweise auch, dass sie andere infizieren. Aber es gibt zurzeit keine Hinweise darauf, dass dies für die Infektionsepidemiologie eine Rolle spielt. Da reden wir jetzt, glaube ich, ein bisschen aneinander vorbei, weil es ist ja schon das Problem, dass die Nachreichung nicht kam. Und die Frage ist ja, plant man diese Zahlen zu erheben? Ja oder nein? Wenn nein, warum nicht? Wie gesagt, Herr Reitschuster, das muss ich nachreichen. Aber dann bitte wirklich nachreichen diesmal. Ja, und das Gesundheitsministerium hat tatsächlich die Zahlen nachgereicht, heute an Christi Himmelfahrt. Und ich traute meinen Augen nicht. Ich blende Ihnen jetzt einmal die Antwort ein des Gesundheitsministeriums, die ich am Feiertag bekam. Und über 6200 Menschen sind nach einer Corona-Impfung so stark an Covid-19 erkrankt, dass sie sogar in ein Krankenhaus mussten. Ich war sehr baff über diese Zahlen, habe auch schon mit mehreren Ärzten gesprochen. Die Reaktionen waren sehr, sehr unterschiedlich. Diejenigen, die für die Impfaktion sind, die man neudeutsch als Impffreunde bezeichnen würde, die sagen überhaupt nichts Aufregendes. Es ist ja zum einen so, dass eine überwiegende Mehrzahl der an Covid-19 nach der Impfung Verstorbenen nur die Erstimpfung bekam. Und da sagen sie, da sind die ja noch nicht immunisiert. Über 2000 sind es, glaube ich, die nach der Erstimpfung gestorben sind. Und auch die nach der Zweitimpfung, die danach verstorben sind, ich glaube auch noch über 500 und auch noch viele, die danach mit Covid-19 ins Krankenhaus mussten, die seien eben auch noch nicht durchimmunisiert, weil man ja nicht wisse, wie lange das gedauert habe nach der Impfung. Das Ministerium sagt, man kann das nicht genau sagen, weil bei denjenigen, die schon zweifach geimpft wurden, keine Zahlen darüber vorliegen, wie lange nach der Zweitimpfung das Ganze passiert ist. Mich haben die Zahlen trotzdem sehr verwundert. Auch die kritischen Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, die verwiesen zum Beispiel darauf, dass laut Paul-Ehrlich-Institut ja insgesamt seit Beginn der Impfung, und das ist ja eigentlich erst seit Januar, ein paar Tage im Dezember noch, dass es seit damals nur 500 noch was Menschen gab, laut Paul-Ehrlich-Institut, die in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung gestorben sind. Und da habe ich mir den Kopf zerbrochen, weil wenn wir 2707 haben, die nach einer Impfung gestorben sind, umgekehrt aber nur 500 noch was, die in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung gestorben sind, dann ist natürlich die große Frage, was ist es bei den anderen für ein Zusammenhang? Da hat auch ein findiger Arzt gleich alles nachgeschaut, die ganzen Berichte, und hat eben festgestellt, dass beim Pay dieser Zusammenhang nur 30 Tage lang gilt, also nur wenn man 30 Tage nach der Impfung stirbt und nicht später, gilt das als zeitlicher Zusammenhang. Ja, Zahlen, die sehr zum Nachdenken anregen. Ich habe auch noch ein bisschen rumgerechnet, und wenn ich das richtig gefunden habe, dann sind seit 1. Januar
50.000 Menschen in Deutschland an oder mit Corona gestorben. Diese 2.707 nach der Impfung, die würden dann etwas mehr als 5% ausmachen. Einer der Ärzte, mit denen ich gesprochen habe heute, um diese Zahlen zu analysieren, den fragte ich auch, wie viele sich von seinen Ärztenkollegen impfen lassen. Und er sagte, die Mehrheit lasse sich nicht impfen bisher. Das ist keine wissenschaftliche Umfrage, ist sicher nur ein Stimmungsbild. Die gebe ich so weiter. Hinweis für die YouTube-Zensoren. Das sind alles offizielle Angaben, die ich hier gegeben habe vom Bundesgesundheitsministerium. Ja, soweit sind wir schon, dass man bei allen Zahlen hier auf YouTube sich hüten muss, dass nicht die Zensur kommt. Das hier also als kleine Nachricht heute. Ich fand es so wichtig, dass ich mich entschlossen habe, gleich da nochmal online zu gehen, und ich will es gar nicht groß interpretieren, einfach nochmal die Zahlen: 2.707 Menschen gestorben nach Erst- oder nach Zweitimpfung in Deutschland an Covid-19, über 6.000, die so schwer an Covid-19 erkrankt sind, dass sie ins Krankenhaus mussten, und insgesamt die Zahl, einen Moment, da muss ich nochmal nachschauen, weil ich vergesslich bin, aber dass wir das ganz konkret haben, Moment, 57.146, die positiv getestet wurden von den an Covid-19 Erkrankten, und 33.200 und noch etwas von denen, die dann auch an Covid-19 erkrankten. Weil der Test bedeutet ja nicht unbedingt eine Erkrankung. Auch das wieder offizielle Angaben als Hinweis an die YouTube-Zensoren. Das war's für heute. Ohne Backstage, ganz schnell. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und bevor ich es noch vergesse, schauen Sie auf die Seite. Es gibt wieder eine neue Aktion von Unternehmern, die mobil machen wollen gegen den Lockdown, jetzt mit Nachfragen bei den Bundestagsabgeordneten. Ganz interessant, sehen Sie sich das an auf meiner Seite. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage, der Reitschuster.